Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag, diesmal mit Facecam. Da ist sie. Ja, muss ich gucken, ob die da so passt, wie ich sie jetzt habe, aber es sollte funktionieren. Ich habe in der letzten Folge ein bisschen Gefahr, also nicht in der letzten Folge, ein bisschen auf meine Farm. Und ja, wir machen jetzt am besten einfach weiter mit der nächsten Mission, die ist hier oben, da können wir auch direkt eigentlich eine Schnellreise machen. Ja. Oh, das passt so. Und jetzt wird das stürzen niemanden. Segel setzen, Bewegung! Lehnsegel, wir reiten die Bö! Wir wollen nach Nassau, ja? Aber mein. Noch ein? Ein Rumpflip diesmal. Und wo soll ich bitte frische Eier in diesem Loch finden? Hier gibt es kaum mehr als Pisse und Insekten. Ei, wir arbeiten dran. Oh, werte Lady, sagt, wie nennt man euch? Anne, wenn Sie nüchtern sind. Und später Kanaille. Doch niemals Lady. Nun, gütigste Anne, ich... Ein Eimer Scheiße, habt ihr mich gehört? Ein Eimer beschissene Scheiße! Das ist ein Trick, um uns einzuwickeln, bevor sie Nassau angreifen. Ihr werdet sehen, merkt's euch. Das ist kein Trick, Wayne. Ich habe es direkt aus dem Mund dieses Bermuda-Hauptmanns. Es gibt ein Generalpardon für alle Piraten, die sich stellen. Trick oder nicht, es ist wohl klar, dass die Briten nach Nassau zurückkehren. Und nicht ohne Waffen. Wir brauchen einen Plan. Komm mit uns, Kenway. Da braut sich was zusammen. Blackbeard ist der Hammer, oder? Ey, jetzt Leute, guckt euch den nochmal an. Das ist so richtig der Pirat, wie man ihn sich vorstellt. Richtig krass. In Ermangelung einer guten Charakter. Idee tauchen wir besser ab. Keine Kaperfahrt und keine Gewalt. Tut nichts, was dem König sauer aufstoßen könnte. Das Sodbrennen des Königs! Nicht im geringsten, Ben. Wird es aber, wenn er seine Truppen schickt, um die Reste von uns von dieser Insel zu tilgen. Sieh dich um, Mann. Willst du für diese Sickergrube sterben? Ei! Es ist unsere Republik. Unsere Idee. Ein freies Land für freie Männer. Vergessen? Es mag ein schmuddeliger Anblick sein. Aber ist es nicht trotzdem wert, dafür zu kämpfen? Ich bin mir nicht sicher. Denn wenn ich mir die Früchte unserer Arbeit so ansehe, sehe ich nur Krankheit, Faulheit, Dummheit. Die haben ein extremes Rattenproblem, weil die Krankheit wahrscheinlich. Hier und London, oder? Patch hat recht, Mann. Mit etwas Abstand betrachtet, geht es uns doch gar nicht so schlecht. Es gibt Sonne, Rum und Vergnügen, soweit das Auge reicht. Ei, Nassau mag aus der Ferne gut aussehen. Doch an seinem Kern nagt Krankheit, die ich nicht ertrage. Krankheit kann geheilt werden, Ben. Wenn man nur die richtige Medizin hat. Aber Tote kann man nicht wiedererwecken. Ich glaube nicht, welcher Mist da über deine Lippen kommt. Dann nimm das Pardon noch an und vergiss es alles. Frieden, alle beide. Wir können beides erreichen, wenn wir gemeinsam vorgehen. Finden wir Medizin, die uns Linderung verschafft, aber ohne die Briten auf den Plan zu rufen. Das ist ein guter Plan. Ja. Da. Ich wollte es probieren. Mich dünkt, der nächste Doktor sitzt gemütlich in Havanna. Kein Ort, den ich aufsuchen möchte. Die spanische Flotte, die vor 2 Jahren sank, hatte Medizin an Bord. Alles versiegelt in Glasampullen. Du brauchtest eine Tauchglocke, um so tief zu tauchen. Ei, und mit etwas Geld und Vorräten kann eine Tauchglocke nicht schwer zu beschaffen sein. Diesen Plan kann ich unterstützen. Medizin finden, ohne Ärger zu beschwören. Einverstanden, Patch. Einverstanden. Ei. Ich treffe euch bei den Wracks, sobald du bereit bist, Kenway. Jo. Denk daran, Patch. Lass die Kanonen verkorken. Pass auf, Ben.
Auf erstmal zu der Kiste, mal sehen, wie viel da drin ist. Mit knapp 500 werden es auch sein. Okay, an die 500 werden es doch nicht sein. Ja, doch 400, noch was. Machen wir denn hier noch eine? Was ist das denn hier gleich? Lagerhaus. Voll. Was machen wir hier? Jetzt gehen wir zu dem Lagerhaus gleich dahin. Das Lagerhaus jetzt. Und da. Maschinen jetzt noch hin. Ich würde es wundern, wenn das voll ist. Muss ich ehrlich sagen. So, ja, das machen wir. Da, ja. So. Kein Berserkerfall, okay. Ach komm, wir machen das jetzt mal ein bisschen rabiat. So. So. Got him sighted. I think I can hit him. So. I can shoot him from here. Push him back. So, ja, ein bisschen rabiater mal dann mach. Have a line on him. I have a shot. Du hast gar nichts mehr, Freund. So, wo ist jetzt der Vogel mit dem Schlüssel? Ihr zwei seid es nicht. Aber ich kann auch töten. Da bist du. Bleib hier! Thank you.
jetzt gehen wir das verkaufen und dann haben wir genug, um die Tauchglocke zu schaffen, also uns anzuschaffen. Sorry. Ja, das passt. Das passt. Der hier von links. Da bist du. Am I address your needs, sir? Tauchglocke, das behalten wir mal. Weißer Jaguar-Pelz. Oh, die bringen richtig Geld. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, muss ich sagen. Achso. Ich gehe mal davon hin, dass er dahin müssen. Well done to my mind. Good day. Captain ist am Ruder. In See stechen. Unser Mädchen kann segeln. So, jetzt okay. Zeigt es! Okay. Aber wir müssen dahin. Dann reisen wir die 4000 Meter dahin. Lasst was hören, Matrosen. Da vorne sind sie da schon. Oder? Ah ne, oh, ist eine Insel. Welches Wetter voraus, Captain?
ist das gesunkene Schiff. Nach Medizin tauchen. Oh, jetzt ist aber schön das Wetter. Hol mich der Teufel, Thatch. Das ist ein nettes Schiffchen. 32 Kanonen. Bei 40 habe ich aufgehört zu zählen. Ist die Leiter aufgestiegen? Und? Schon irgendwelche Medizin gefunden? Nein, nicht hier in der Nähe, leider. Doch weiter draußen gibt es Wracks, die bisher von nichts als Krabben und Korallen berührt wurden. Ich sehe sie mir an. Edward? Edward, seid ihr das? Meine Güte, die westindischen Inseln sind ein Dorf. Hallo, Barnett. Welche Überraschung, dich hier zu sehen. Ich traf Mr. Thatch vor einem Monat und er bot mir an, mich unter seine Fittiche zu nehmen. Er sagte, ich müsste mir die Landeischalen abwaschen, um ein Pirat zu werden. Nun, dann viel Glück. Unter Blackbeards Fuchtel wurden schon schlechtere Männer besser. Den Typ mag ich. Jo. Anstatt dass wir uns direkt bei dem Ding zu treffen, ne? Er sollte in der Nähe sein, Captain. Werf die Trab und Bremse! Der Sound war, glaube ich, schon verdünnt. Gleich eine Kiste. Achso, okay. Aber nur einmal, okay. Aua. Da haben wir mal ganz stumpf diesen Weg hier lang geschoben. Okay, das sind also solche Kammern praktisch. Eine Strömung. Ja. Ja, einmal gegen den Stein geklatscht, das geht doch noch. Da war ein Hai. Thank you.
Ahoi! Glück gehabt! Nur eine Kiste, versteckt unter einem Schwarm Haie. Leider ist das Elixier darin schon verfault. Verdammte Pest. Ach. Cholera. Müssen wir nun Medizin stehlen? Du vergisst das Pardon, Thatch. Subtil bleiben. Sagt Hornigold, ein Pirat, der nun zu stolz ist, sich so zu nennen. Ja, er zieht Vorsicht den Kanonen vor. Vorsicht ist nichts ohne Charisma. Denn wenn ein Mann den Narren spielt, wird er nur Narren überzeugen. Aber tritt er auf wie der Teufel, werden sich ihm alle beugen. Und du wärst dann der Teufel? Für das Publikum. Ei. Alles Theater. Gib deiner Beute etwas zu fürchten. Etwas Höllisches. Aus einem Fiebertraum. Dann fallen Männer auf die Knie und winseln ihren Gott um Gnade an. Oh Gott. Sieht gut aus. Laut du bist das. Solltest du einen leisen Weg kennen, an die Medizin zu kommen, sag es schnell. Ansonsten kümmere ich mich darum. Mission beendet. Erinnerung 01 nach Medizintown. Drei Schätzknisse werden einen Heilangriff vermeiden. Gut, das war's aber für diese Folge, denn wir sind schon wieder am Ende. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten. Macht's gut. Tschüss.